Willkommen zu Scum. Oh, da hängt einer an der Tür fest. Ja, in einer Bibliothek. Also ich war hier auch noch nicht gewesen. Das ist hier oben in der Stadt. Und ich weiß nicht, also ich dachte erst, das ist so eine Art Rathaus, aber hier ist eine Sporthalle drin, wo ziemlich guter Loot drin war. Also Waffen, Magazine. Und es ist natürlich ziemlich doof von mir, dass ich gerade in der Stadt hier mit einer Magnum rumrenne. Lass mich raten, hier ist zu. Ha. Hier ist eine Kiste. Und da suche ich eigentlich immer noch den Müll, ey. Okay, also hier müssen irgendwo noch welche sein. Ich weiß, unten habe ich eine eingesperrt. So. Oh, hier ist Dach. Das Dach. Die müssen ja irgendwo noch unten sein. Oh ja, schön viele Kisten. Ja, also das Gebäude hat sich jetzt bis jetzt gelohnt. Ja, das ist in der Nähe von der Kirche hier, ne? Weiß nicht, was das ist. Ja, toll. Jetzt, wo ich hier aufnehme, eine Möhre. Immerhin. Wie gesagt, hat sich gelohnt. Ja, zum Beispiel hier die Hunter habe ich mir rausgeholt. Ja, ein bisschen Angelschnur, was zu futtern und Muni für die Wahl war was drin. Und noch ein Päckchen für die M16. Ja, das hat sich richtig schön gelohnt, ne? Also kann man nicht meckern. Die Sporthalle da unten, die war am meisten mit Loot versehen. Ich lasse die da jetzt hier drin in ihrem Kapuff. Wir mal gucken, wo war denn jetzt die Sporthalle? Ja, also hier ist noch einer drin. Mindestens einer. Ja, das ist die Dusche. Ja, und hier findet man auch schön Loot, Munition und sowas. Gut, Schere brauche ich nicht. Die Schränke hier, die lohnen sich eigentlich fast immer. Also, hast natürlich auch manchmal so Schrott dabei, wie ich. Ich das hier gerade demonstriere, Herrgott, nochmal. Und natürlich die allgegenwärtigen Hüte. Ich weiß nicht, ist das eine Sportschule oder? Ja, scheint so, ne? So, irgendwie so eine Art Schule jedenfalls, ne? So, hier ist die Sporthalle. Gut, wenn es eine Sportschule wäre, Sportschulen haben normalerweise mehrere Sporthallen. Und die hat man auch ziemlich viel Militärloot drin. Ja, also hier sind ja auch die Militärkisten und so. Habe ich jetzt schon durchgelootet. Ich bin erstmal staunend wie ein kleines Kind hier durchgelaufen. Ja, hier ist eine 38er Packung. Ja, weil ich bin hier noch nie gewesen. Das ist die Straße, warte mal, wie hieß denn die? Wenn man die Waffenläden looten will, kommt man an dieser Straße vorbei. Da, wo es das Gänsefleisch gibt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt auch die richtige Seite erwischt habe. Ich bin leicht verlaufen. Vienna Straße? Ich muss es nicht, aber ich mach's. Bisschen üben und so, ne?
Oh. Ganz schön schnell hier, sage mal. Ja, die sind richtig gut im Hardcore-Schleichen. Hier, ja, da hinten ist auch schon einer. Da ist noch einer. Also jetzt geht's rund hier. Vielleicht soll ich mal ein hohes Dach suchen. Ups. Sagen. Das schneide ich raus. Ich zuletzt immer mit so Maus-Smoothing gespielt und jetzt bin ich das gar nicht mehr gewohnt. Jetzt schabt die Maus wieder durch die Gegend hier. Jo. Sarajevo-Straße. Da sind wir verkehrt. Ich glaube, das ist eine Straße weiter. Ja, ich hatte einfach mal Bock, die Straße einfach weiterzulaufen und dich dann einfach umzukehren. Ja, jetzt hätte ich beinahe die Macken rausgeholt. Aber das kriegen wir doch auch so gekuschelt. Ja, ich glaube, ich bin jetzt vollkommen lost. Ja, Osten, ne? Norden. Nordosten. Nee. Was tickt hier? Wo tickt das hier? Oh ja, ich glaube, wir sind auf der richtigen Straße. Das ist die andere Seite. Ich glaube, da könnte... Genau, ja, ich weiß wieder, wo wir sind. Hier ist ein Waffenladen. Und da liegt ein... Eine schlafende Kicherbacke drin, genau. Das hat schon wieder respawned hier. Oh, der Mops hält aber was aus hier. Moment! Wieder so eine Uschi. Ja, ja, komm. Komm her, hier. Halt's Maul her, du Rollmops. Scheint ja, hat die lange Arme hier. Ja. Alter. Bist du über deine eigenen Möpse gefallen hier? Ah, ich erschreck mich immer noch, ey. Das Geile ist ja, die Katanas, die sind ja jetzt richtig schön blutverschmiert, aber die kann man ja sauber machen. In meinem Halloween-Special-Video habe ich das ja bedauert. Oh, wieso kann man das nicht sauber machen, dass die Schwerter und so mit so einem Lappen... Ja, da waren die Entwickler schon wieder weiter wie ich, ne? Die hatten das schon implementiert. Ich habe es bloß gar nicht ausprobiert, ne? Oh, da habe ich mich gefreut. Jo. Da ist das jetzt schon respawned wieder. Das ist natürlich... Ja, nicht alles, ne? Die Gegner nur, weil das Fernglas lag vorhin schon da. An irgendeiner Ecke. Ich weiß aber nicht mehr in welcher von der Stadt. Oh, da ist noch ein Waffenladen. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Holla the Wood Fairy. Ja, da ist auch so ein Haus. Ich weiß aber nicht wo. Und da ist an der Seite eine Leiter. Da kannst du hochklettern. Da ist auch noch Loot drin. Ich bin da mal irgendwie, ich glaube, vom Norden nach dem Süden gekommen. Ich höre es schon krächzen, ja. Ist drin so eine Olga hier? Ja? Nee, ne? Okay. Wieder so ein Sportwarenbedarf. Was haben wir hier? Jedenfalls nichts zu trinken. Okay. Ja, hier gibt es für einen Bogen halt, ne? Solche Bogenschalldämpfer habe ich aber. Mit dem Bogen bin ich heute nicht hergekommen, aber die Metallpfeile, die könnte ich gebrauchen. Das wäre nicht schlecht hier. Da machen wir hier mal ein bisschen Platz. Ich habe ja eigentlich einen Köcher. Ja, hier, ne? Da gehören die Pfeile eigentlich rein. Hier sind noch mehr Pfeile, ja. Oh. Metallpfeile. Ja, die sind nicht ganz so fett. Jetzt habe ich ja keinen Bogen. Da kommen die. Ja, das 12er-Pack reicht. Ja, hier ist ein Bogen, ne?
Ich glaube, dafür bin ich noch zu schwach irgendwie, ne? Ich kann mal ausprobieren. Ja, naja, ich kann den halt nicht lange halten, ne? Da ist eine Uschi. Ja, okay, ich lasse mal herkommen. Genau, die dicke Mopslarve. Ja. Also das wusste ich noch nicht. Ne? Also man hat ja normalerweise immer so seine Route, wo man langlatscht. Die habe ich heute mal außen vor gelassen und bin einfach mal so weiter rumgestromert. Hab mir mal die Kirche angeguckt und dann halt gesehen, ja. Da geht ja noch was, ne? Das ist aber immer noch nicht die Straße. Das ist jetzt die Min. Wieso tickt da der schon wieder? Sind ja zwei drin. Da müssen wir mal warten hier. Mich hat einer gesehen, ich glaube. Ja, da. Tick-Tack. Das war aber nicht Tick-Tack. Der Tick-Tack ist noch da drin. Da ist er. Ja. Und wenn man jetzt hier weitergeht, kommt man zu der großen Sporthalle. Zu dem großen Platz. Glaub ich. Und da ist dann auch die Polizeistation. Und ein paar Explodierer. Ja, hier muss man wieder vorsichtig sein. Ah, hier ist ein Klamottenladen. Ich finde es auch voll witzig. Ja, ich habe extra eine neue Kiste gemacht mit neuen Klamotten, also mit Klamotten, wo Klamotten rein können. Flanellhemd, Kapuzenpulli. Sollen wir denn hier in Ruhe shoppen? Wenn hier so eine Kichererbse ist. Ich weiß, dass ich 3 Kilo zu viel habe. Das ist nicht zum Lachen. Wenn ich hier um meine Konfektionsgröße kämpfe. Ja, wo ist denn der? Das ist bestimmt ja oben, ne? Ich weiß nicht, komme ich hier irgendwie nach oben? Gibt es ja irgendwie einen Hintereingang oder so? Ah, ne, hier geht es zu diesem Kanal. Ja. Bloß nicht vergessen, die Tür zuzumachen. Die riechen, dass wenn irgendjemand eine Tür offen gelassen hat. Da sprinten die blitzschnell hin. Ist das ein OP-Hemd? Nee. Die Jeans, naja. Also am liebsten. Warte mal, da ist doch. Ich weiß nicht, wie doof das jetzt wäre, wenn ich jetzt hier diesen Werbeaufsteller hochklettern würde. Ich bin sehr durstig. Ja, komm, hier geht doch noch was, ja? Da ist doch noch eine Treppe. Leider. Ach nee, sag bloß, jetzt muss ich um die. Das ganze Ding rumlatschen. Da ist er. Ich sehe einen. Ich sag extra einen. Der hat einen Fleck gemacht. Da. Ja, so gut. Denn der? Ach, der ist direkt unter mir. Wie doof ist das denn bitte?
Ja, da komm mal mit. Er versucht hochzuspringen. Was für ein Honk. Jetzt weint er. Okay, wie weit ist denn das weg hier? 126 Meter. Ich hab's noch drauf. Oh, der nervt. Ja, wie komme ich jetzt hier runter, ohne dass er mir Aua macht? Ah, da ist noch so ein Zwischending. Das krieg ich mal hin. Ja, jetzt hätte ich beinahe wieder den Revolver rausgeholt. Er versucht's, ja. Er ist bemüht. Da liegt dauernd auf der Fresse, ey. Ich will das so putz. Putz. Oh, jetzt kann ich hier nicht drauf springen. Das ist natürlich weniger Putzfisch. Oder? Warte mal. Aber doch, wo hier rüber springen können. Ach Mann. Dann kriegst du ihn doch wieder. Na, genau. Geht doch. Oh, warte mal. Ich glaube, hier kann er hochspringen, oder? Wo ist er denn? Hi. Bye. Die geht halt hoch, ne? So, da latschen wir mal ganz gemütlich herum. Ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen doof, ne? Mit so einer fetten Magnum. Das Einzige, was hier wenig Geräusch macht, ist das SVD. Ragunov. Bleibt weg, wo immer ihr auch seid. Ich glaube, ich weiß, wie ich die aus der Reserve locken kann. Ah, komm her. Jetzt kann ich die Mütze nicht in der Hand nehmen. Ist da einer? Bin ich doof? Was ist denn das? Was liegt denn da? Ach, ein Helm. Die mit ihren Mützen und Helm, ey. Ist ja nicht mehr feierlich hier. Ja, komisch. Normalerweise sind hier viel mehr. Vor allen Dingen solche Bombis. Bombi-Zombie. Sind die gerade beim Mittagessen? Sag mal. Den Loot haben sie wohl mitgenommen oder was? Am Ende werde ich wieder leichtsinnig, ne? Und dann. Ja, ich höre schon wieder die. Oh, der hat sich auch gut getarnt, Alter. Als Kiste. Da wäre er ja irgendwie. Da ist auch noch jemand. Und ich höre die Kicherbacke. Scheiße. So. Ja. Okay. Unentspannend. Alter, das ist doof hier mit diesem Grafikbug, ne? Dieses Viereck. Ich frage mich warum. Die sind jetzt bestimmt unten in der Tiefgarage. Alter. Sieh, als ob die neben dir stehen, ey. Kann man gar nicht mal gemütlich looten.
gefressenen Besen, wenn das die zwei einzigen Bomber hier waren. Doch immer noch tippeln hier unter dem Holz. Mit den Kisten habe ich heute gar kein Glück hier. Oh doch. Eine Mango. Was der verdurst hat, immer. Und das auch noch. Ich muss noch ein bisschen zulegen hier. So. Da war ich doch gerade. Ja. Es wird schon langsam wieder dunkel. Ich muss ja irgendwie flüchten, aber wie, ne? Nee, ich brauch den Stocherzahn. Ja, ja, ist ja gut, das habe ich verdient, ja. Ach, ich hab das so verdient. Ja, ja, ja. Es ist immer vertauscht hier. Eins ist eins und zwei bleibt zwei. Und deswegen mag ich es nicht, mit solchen Knarren rumzurennen. Sechs Schuss. Und dann ist Schluss. Wie man gesehen hat, ne? Oh, ist das schön. So, haben wir irgendwas? Nee. Aber mal den Skill ein bisschen hochtreiben. Ah! Da ist ja mein Mobile. So, da entstressen wir uns hier mal. Erstmal ja, das, ach ja, einen Suppressor habe ich auch noch gefunden. Jo. Die Magnum ist schon cool, ne? Aber wieso hat man in über 100 Jahren nicht mal irgendwie eine größere Kammer erfunden? Jetzt haben die meine ganzen schönen Sachen kaputt gemacht hier. Mit ihren langen Krallen. So. Ich glaube, ich bin bereit für ein weiteres Abenteuer. Im Supermarkt! Guten Tag. Ich würde da die Krise kriegen, wenn ich da 300 Mal am Tag Guten Tag sagen muss. Du kannst so einen Kassettenrekorder daneben stellen, so richtig noch. RFD! Tonwarenkombinat! Die Dinger ist echt nichts drin, ey. Okay, das, hier kannst du es vergessen. Das lohnt sich nur in den richtigen Lockerräumen, ja. Und ein Schulungsraum. Wie mache ich weniger Inhalt in größere Tüten und verkaufe das dann für teureres Geld? Ach, da meckern sie gleich bei YouTube wieder rum mit Urheberrechten, so einer Scheiße, ne? Ah, schnell weg hier, sonst kriegt man ja wieder Aua. Wer kennt's nicht, ja? Die vielen hundert Musiker, die allesamt verarmt sind, weil man ihre Musik gehört hat. Ob das dann wirklich daran liegt, dass man das halt hört? Wahrscheinlich, ja. Ja, früher haben wir immer... Da hat einer... Alter! Fick dich! Ich hasse sowas!
Ja, nee, ist schon cool. Ist schon cool. Ich bin noch mit dabei. Wo war ich stehen geblieben? Ja, früher, ne? Da haben wir uns einfach die Hörspielkassetten ausgeliehen. Einer hatte immer was und dann haben wir uns die halt immer durchgereicht, ne? Durchs ganze Viertel, durch die ganze Schule. Und die ganzen Musiker gibt es heute immer noch, wenn sie nicht gestorben sind. Tomatensoße. Ja, das ist aber nur die Soße, ne? Und ich habe ja, glaube ich, noch Nudels. Das Doofe ist also, das mit dem Kochen hier, das macht wirklich keinen Spaß. Also das Kochsystem soll ja noch umgeändert werden, aber so wie es jetzt ist, macht das keinen Spaß, ne? Einfach hier, ah, du hast einen Topf, du hast Nudeln, dann klatschst du das einfach zusammen und im Inventar und fertig, ne? Das ist blöd. Also warum kann ich das nicht einfach einen Topf nehmen, den irgendwie aufs Feuer stellen? Vorher muss ich in den Topf noch Wasser reinmachen. Dann mache ich die Nudeln rein. Ja, und dann halt die Tomatensoße. Also man mu muss es jetzt nicht zu kompliziert machen, ne? Gibt ja auch viele Leute, die können in der Realität nicht kochen oder nur bei den Sims. Ja, aber dass da wenigstens mal so, ich meine, sonst wird ja auf Realismus auch immer so viel Wert gelegt. Da könnte man das doch hier auch machen beim Kochen. Und vor allen Dingen, ihr müsst es auch Gegenstände geben, die halt nicht so schnell verschleißen. Ne? Wie kann ein Topf 73% haben? Also mein Topf, der sieht aus, als ob er nur noch 3% hat. Aber er funktioniert. Hat schon 8 Weltkriege mitgemacht. Da wurde schon alles drin gekocht. Windeln, Gulasch, Socken. Der Topf ist immer noch top. Naja, ein Topf, ein Topf, ein Topf. Komm, wir gucken mal hier. Eine KAR habe ich ja hier schon rausgeholt, mal aus so einem Bunker. Sogar zwei. Die eine habe ich auseinandergebaut. Da habe ich die dann genommen, um die andere zu reparieren. Das System finde ich dann natürlich fett. Das macht Spaß. Ich glaube, wir gucken erstmal oben. Ich glaube hier nicht, dass hier jemand ist, ne? Das hört sich ja ziemlich entspannt an. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich finde immer öfter Geld. Das ist für die SVD. Na, so ein Zufall, dass ich jetzt eine mit habe. Wer hätte das gedacht? Da können wir doch gleich mal ein bisschen nachfüllen hier, ne? Guck mal, da ist sowieso nichts mehr drin. Ja, immerhin 6 Schuss. Und bestimmt hängt dann irgendwas wieder, weil die Munition eine ziemlich beschissene Qualität hat. So, da ist ein Wurfstern. Also den Krempel, den ich jetzt hier, ist noch ein Wurfstand, den Krempel, den ich jetzt sonst auch immer in der Stadt finde oder sowas, den lasse ich liegen. Oh, eine Kackwurst. Ja, ich habe das mal gemerkt, ne, irgendwie liegen überall Scheißhaufen in den Bunkern hier drin rum. Ja gut, das ist jetzt hier ein Mini-Bunker. Ich habe ja manchmal so die Hoffnung, dass er zu einer größeren Anlage gehört, aber das ist ja wirklich nur ein kleines Bünkerchen. Oder es ist eine Bunkertoilette, so wie es eher aussah, ne? Aber gut, da fällt mir ein, ich müsste eigentlich auch mal ein bisschen abseilen. Mir einen Braun aus dem Rücken drücken. Ja, komm hier, wir gehen an den Baum hier. Was soll denn das? Und da wir ja zivilisiert sind. Oh, ich muss gar nicht. Aber pinkeln muss ich. Wieso muss ich nicht kacken? War ich schon? Ah ne, wir haben noch ein bisschen Zeit. Kentalupe. Was ist denn das? Was habe ich denn gegessen? Ich weiß noch nicht mal, was ich vor 5 Minuten gegessen habe. So. Also wenn jetzt hier nicht weiter irgend noch ein Abenteuer passiert, was ich mal nicht hoffe jetzt, denn es wird dunkel, ich möchte nach Hause, mir ist kalt, Pipi. Ah ne, Pipi habe ich ja gerade.
Bunker? Ja, hier ist ein Bunker. Aber ich habe nicht die richtige Ausrüstung dafür mit. Dafür brauche ich die ballistische Weste, falls mich der Mech erwischt. Die ist nämlich ganz nützlich, diese ballistische Weste. Ui. So viel zur Tomatensauce. nee, ich habe dich vorhin erst repariert. Ja, den Scheiß machst du hier nicht. Ach, das ist ein Haus. Das mache ich in der Realität übrigens auch so. Ah, gucke, wie er tickt vor lauter Freude. Er tickt aus. Tanken muss ich eh nicht. Ach, scheiß jetzt drauf. Oh, und im Süden habe ich ja letztens ein Fahrrad gefunden, ein Mountainbike. Ich fand das cool. Leider habe ich es nicht aufgelegt. Jetzt steht hier schon wieder. Jetzt stehen hier überall Pickups rum, ey. Ja, und so einen habe ich ja schon. Ah, du siehst auch aus, als ob du kurz vorm Explodieren stehst. Das ist nämlich vorhin mit meinem Auto passiert. Batterie ist noch dabei. Ja, reparieren muss ich ihn halt. Ja, und tanken, ne? Ja, ich würde sagen, da lasse ich den hier. Weil den habe ich hier schon. Komm her. Nee, warte mal, du kommst her. Reparaturzeug müsste ich noch zu Hause haben. Da komme ich jetzt mit dem Bernd hier raus. Ja. Ups. Ja, so geht die Karre kaputt. Und wenn die dann ungefähr dort, wo die zweite Null bei der Geschwindigkeitsanzeige, wenn das Grüne, die Gesundheit, dort ist, bei der Null ungefähr, dann fängt das auf einmal an, ganz schnell runter zu gehen, das Grüne, und dann fängt die Karre an zu brennen und dann muss man abhauen. Man muss nicht, aber es bietet sich an. Ha! Wir haben sogar ein Car Repair Set. Fett. So wie es in der Karre jetzt ja auch gar nicht drin. Läuft. Ich könnte jetzt natürlich hier einen riesengroßen Fuhrpark machen, aber ich glaube, die Entwickler arbeiten daran, das zu verhindern, dass man so diesen riesengroßen Fuhrpark sich anschafft. Ja, okay, ist besser wie nichts jetzt, ne? Ja, jetzt fehlt mir natürlich so ein Tankgedöns. Das war jetzt richtig praktisch. Aber das Spiel hat mich heute schon genug beschenkt, ne? Ich glaube nicht, dass die mir den Gefallen tun. Aber ein Apfel, den nehme ich. Und dann bist du mein Knecht. Hey, das ist nichts. Mittlere Nylonschnur. Nee, ich will nur die dicken haben, ja. Nur dick ist schick. Ich glaube, da fahre ich jetzt nochmal schnell tanken. Jetzt muss ich doch wieder reinfahren, ey. Vielleicht ist an der Tanke ja ein Kanister. Glaube ich nicht, aber wer weiß. Das ist jetzt auch nur ein rein optischer Tausch. Dann war ich eigentlich sehr zufrieden. So. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Ne? Mal gucken, was diese Bunkermunition taugt. Ne? Nicht. Also, die hört ja gar nicht. Wow, 3 Schüsse. Das ist ein Bär. Alter, das war echt ein Bär, ja. Ich glaube, dann nehme ich doch mal die gute Muni. Wenn hier Bären sind. Jedenfalls ist der zweite Explodierer weg. Das ist schon mal gut. Sag mal.
habe aber getroffen, das hat man doch gesehen, ne? Aber was war das für ein Geräusch? Ne, warte mal. Für den Bären ist die Magnum natürlich am besten. Oder vielleicht war das auch nur das Geräusch von den Zombies, dass das halt so komisch klingt, wenn man hier an diesen komischen Fokus reingeht. Ich sehe ja auch nicht. Beim Jagdmodus. Manchmal hört man hier auch ein Pferd, ne? Da denkt man, das ist direkt neben einem, aber dabei ist das, wer weiß wo. Wahrscheinlich doch nur ein Irrtum. Schade. Oder näher an der Tankstelle. Kann auch sein. Ich muss ja sowieso tanken. Und Durst habe ich auch schon wieder. Wo ist er denn jetzt? Da. Ja, fall doch mal um. Mach mein Auto nicht kaputt. Da ist der Kratzer. Ledige. Jetzt bilden die sich ein hier. Das ist doch noch hier noch Neuwagengeruch. Ich glaube nicht, dass es hier... Ah ja, gibt es was zu trinken. Yay! Wenn ich mal 500 Meter entfernt, da ersauf ich ja regelrecht im Trinken. Ich glaube, hinten ist auch kein Kanister. Aber ein schöner Schraubendreher mit 38 Umdrehungen. Ah, das ist heute mal gut, der Loot. Was zu trinken? Jawohl. Und Natron. Nee, das brauche ich nicht. Aber ich trinke mal noch eine Cola. Ja, Natron nimmt man ja zum Backen, ne? Oder zum Bombenbauen. Aber hier hat das irgendwie nicht wirklich eine Bewandtnis, ne? Außer man will einen Kuchen backen. Ohne Ofen. Das wäre cool, wenn man sich noch einen Ofen bauen könnte, ne? Das wäre geil. Ziegelsteine gibt's ja. Warum nicht? Das wäre doch geil. Warum nicht einen Ofen bauen, sein eigenes Brot backen, ne? Felder gibt's ja auch. Bisschen Weizen anbauen, das soll ja auch noch dazu kommen später, dass man so seinen eigenen Kram anbauen kann. Deswegen gibt's ja auch die Mistgabel und das alles. Warte mal, ich glaube, ich bin verkehrt hier. Ne, Moment, ich bin richtig. Ich denke nur verkehrt, weil ich schon wieder mitten in irgendeinem Thema bin. Ja, ich sollte vielleicht auch mal tanken. Eieieiei. Nicht man quatscht und quatscht. Unfassbar, ne? Und dann vergisst man, warum man überhaupt da war. So werden auch Kinder an Tankstellen vergessen. Ja, so geht das. So, jetzt aber. Jetzt geht's daheim, ja. Ja gut, bis ich das nächste Mal spiele, ist die Batterie wahrscheinlich schon wieder runter. Falschfahrer, Parker. Welcher Depp stellt sein Auto in der zweiten Reihe ab? Was für ein Mongo. So, ein Auto explodiert, neues geholt. Und das andere auf der Straße wird bestimmt noch ein paar Tage lang dort rumstehen, wenn nicht sogar noch länger. Auf der südlichen Straße dort steht schon seit Wochen ein Traktor, den ich da mal abgestellt habe. Und noch weiter weg steht ein Polizeiauto, das ich vor Monaten dort abgestellt habe.
Warum gucke ich jetzt hier rein? Ich wollte jetzt eigentlich mal angeln gehen. Da muss ich aber erstmal gucken, was ich überhaupt, wo meine Angel ist. Hier sind nicht. Hier sind nicht. Oh ja, warte mal, hier ist ja was zum Reparieren. Oh, mit 100er. Sehr schön. Siehst du, das ist nämlich genau das Auto, was jetzt auf der Straße steht. Und deswegen habe ich das jetzt. Ich will nicht immer hier solche geklonten Autos haben. Ach, du bist so doof. Und damit meine ich immer mich dann damit. Habe ich mir selbst die Werkzeugkasten, den Werkzeugkasten vor die Omme. So, jetzt ist die Kiste schön repariert. Ich habe hier so einen extra Schrank gemacht für Nahrungsmittel, aber der ist ja auch schon wieder fast voll. Ich frage mich langsam, ich habe langsam auch gar keinen Grund mehr irgendwo hinzugehen, weil ich eigentlich so wenig verbrauche hier. Da ist alles voll hier schon wieder. So, jetzt probiere ich das mal aus. Hier haben wir noch ein Brot, die Cracker, trinken. Ja, das können wir jetzt auch hier herstellen, das brauche ich jetzt auch nicht. Was haben wir denn hier? Die Angelhaken. Aber ich möchte ja erstmal, brauche ich. Ja, hier ist Salz. Das muss man immer in die Hände nehmen. Und dann gesalztes Wolfssteak. Und schon sind wir wieder bei 100%. Das Doofe ist, ich muss jetzt das Salz wieder in die Hand nehmen. Und das salzt ja auch nicht immer gleich das komplette Fleisch, sondern immer nur scheibchenweise. Aber auf die Weise hast du so viel Fleisch, das ist Wahnsinn. Das ist jetzt alles wieder frisch und gesalzen. Auch wenn das hier ein bisschen umständlich ist. Das ist sogar sehr umständlich. Das Doofe ist nämlich, das ist jetzt alles roh und ich will das ja eigentlich noch braten. Ne? Halt! Fischköder wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Gut, dann kommt das zum Angelzubehör. Kann ich das wieder umtauschen? Ja, angeln wollte ich ja eigentlich gehen, ne? Jetzt stattdessen habe ich jetzt hier wieder einen Haufen frisches Fleisch. Diese Armut, das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Monaten das war, dass ich einen Wolf getötet habe. Das ist ja schon ewig her. Wie man ja an dem komischen Zustand des Fleisches sah. So, jetzt kann das Salz wieder rein. Das ist übelst, also das ist übelst, ja, das hält übelst lange. Und ich habe ja hier noch säckeweise Salz. Fett. So, da kann ich das SVD hier erstmal wieder rein tun. Aber nicht das Magazin, ne? Wir halten jetzt ein wenig Ordnung. Naja, ein wenig, wie gesagt, ne? Jetzt habe ich hier keinen Platz. Scheiße. Hier ist auch voll. Wo habe ich denn das SVD hier reingetan? Wo war das denn? Ach, hier, zu dem anderen. Ja, so. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr. Ein bisschen weniger Gewicht, so. Und das kommt jetzt alles brav zur. Ist auch schon wieder voll. Ach, sag mal. Ich nehme schon gar keine Magazine mehr mit, ne? Also, das ist schon. Ah, jetzt habe ich wirklich keinen Platz mehr, ey. Ah, was man hier für Kisten bauen muss, ey. Das ist Wahnsinn. So. Muni. Jetzt müssen wir wieder rüber zur Muni. Ja, toll. Guck mal, da ist ja noch Bremsspurgeschoss. So, und dann haben wir wieder Angelzubehör. Ich brauche. Ja, das ist ja meine Angel. Genau, wir nehmen die gute. Und dann nehmen wir. Da brauchen wir noch nicht mal ein Angelzubehör. Dann nehmen wir uns mal einen echten Köder. Ja, das muss man hier wieder rüberziehen. So. Ein Wolfsköder. Warte mal, tu das mal hier rein hier. Da kannst du schneller laufen. Abendliches Angeln. Du könntest gar nicht abwarten hier. So. Versuchen wir mal unser Glück hier. Und raus, die Inge. Ja, das Gute ist, wenn du hier gleich deine Hütte hast mit deinem ganzen Kram drinne, wenn hier die Schnur reißt und so, kannst du ja gleich nach Schub holen. Och, süß. Ja, komm, heute zum Abendbrot gibt es hier mal nur dieses kleine dürre Ding.
Könnte ich jetzt natürlich auch noch zum Fischköder machen, aber nee. Wir machen jetzt ein schönes Feuerchen. Zum Glück kam hier ein Update, weil vor ein paar Tagen war es so gewesen, dass du kein Feuer mehr machen konntest. Also ich habe da immer eine neue Feuerstelle bauen müssen. Das war überhaupt nicht so toll. So, ich glaube mal drei müssten reichen. So. So, jetzt. Ein Bündel Stofffetzen habe ich auch, okay. So, erstmal eins, dann machen wir das an. Und dann machen wir den anderen Holzscheit. Da haben wir zwei und jetzt der dritte. So, jetzt brutzel das gleich. Da müssen wir erstmal den Fisch hier klein machen. Oh, siehst du, ich habe immer noch Munition hier, ne, meine Pfeile. Aber da ist jetzt absolut kein Platz mehr, außer ich lege die übereinander oder so. Das wollte ich. Achso, das Messer brauche ich, ja. Jü. Ah, mein Messer ist ja noch schmutzig hier. Ah, wie martialisch, ey. Für das kleine Ding. Sü. Kann ich das in die Hand nehmen? Ja. Okay. Ups. Dann drauf damit hier mit unserem kleinen Fisch. Okay, es brutzelt. So, was soll ich jetzt machen? Während es brutzelt. Ja, siehst du. Was habe ich denn jetzt hier für einen Metallpfeil mit breitem Kopf? Chrom? Carbon? Metallpfeil brauche ich. Das sind Bolzen. Das sind alles Carbonpfeile, die kann ich nicht stacken. Okay. Dann muss ich es eben hier rein tun erstmal. Ja, ja, so viel zur Ordnung. Naja, das geht jetzt schon mal, ne? So, die Muni muss auch hierher. Es ist absolut kein Platz mehr. Es ist unfassbar. So. Ja, es ist Wahnsinn, ey. Wie schnell du hier irgendwelchen Loot zusammenkriegst, ne? Ganz am Anfang ist es natürlich schwer, ne? Aber mit der Zeit, da sammelt sich so viel an. So, ach so, die Angel kann ich jetzt wieder wegtun. Ja, ja, immer Ordnung halten. Ganz wichtig. So, wie weit sind wir denn hier? Verbrennt? Oh, na was denn jetzt? Es hört sich auch noch nicht durchgeputzelt an. So, das machen wir mal zu. Ja, wenn dann die Outposts kommen, will ich sowieso ein komplett nochmal neu anfangen. Da überlege ich mir, ob ich das mal staffelweise mache. Damit man von Anfang an mitkriegt, wie verpeilt ich mich da hier hochwurschtle. Und darf ich aber nicht vergessen, weil ich hier den alten Charakter nicht löschen konnte und neu angefangen habe, kam ich hier nicht in die Tür hier rein. Also in den Raum hier, in das Haus. Weil mein alter Charakter hier noch ein Schloss davor hatte und ich konnte das nicht knacken. Das muss ich ja dann wieder ausbauen, bevor ich einen neuen Charakter anfange hier. Ah, ist immer noch nicht so richtig, ja. Es dauert halt, ne? Weil bei vier Scheiten geht's richtig schnell. Siehst du, ich wollte was trinken. Ja, salzen muss ich den Fisch jetzt nicht. Ich will den ja jetzt hier nicht übelst lange aufheben. Ja, das wird heute ein gemütliches Ausklingen. Wann gibt's Essen? Das kleine Ding, ey, das müsste doch schon zu einer Kohle verschmort sein. Ja, das arme kleine Fischlein. Ja, jetzt habe ich hier Wolf und Wildschwein. Den Pferdekopf habe ich nicht mitgenommen. Jetzt fehlt aber noch ein Bär. Okay, also drei Holzscheite. Dann kann man in der Zwischenzeit noch irgendwas anderes machen. Ich habe mal gemerkt, es sind auch Wölfe inzwischen. Nicht immer, aber manchmal. Manchmal sind ja sehr seltsame Geräusche.
Oh ja, ich glaube, wir sind fertig hier, ne? Mit dem Fisch. Verbrennt zubereitet. Nein, das heißt nicht verbrennt. Müsste heißen, es brät. Ja, da da jetzt nicht gesalzen ist und so und frisch ist, wird da sehr viel Wasseranteile haben. Also hätte ich mir das Trinken eigentlich auch sparen können. Ja. Naja, der Fisch besteht ja eigentlich zu 2 Dritteln aus Wasser, wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Und das war heute so mein kleines Abenteuer. Ich werde mich jetzt hier chillig hinsetzen und der Dinge harren, die da kommen. Bis dahin sage ich mal tschüss.